Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute wieder eine Sonderepisode für euch mit lieben Elena. Hallo. Von Zeilenzauber. Und wir wollen heute den Bist du Bibliophil-Tag machen. Das sind, ich glaube, über 20 Fragen, ne? Oh, lass mal gerade gucken. 34. 34, genau. Deswegen werden wir die jetzt relativ schnell durchgehen und werden einfach nur Ja oder Nein sagen. Und dann hinterher gibt es so eine Art Auswertung, wie bibliophil wir denn wirklich sind. Und ich hatte mir jetzt auch überlegt, dass ich die für den Test sozusagen für euch auch nochmal auf meiner Webseite boicherreich.net hinterlege, damit ihr da selber mal anklicken könnt und selber rausfinden könnt, was ihr denn so seid. Ja, finde ich eine gute Idee. Ne? Denke ich mal auch. Also guckt gerne mal auf die Website drauf, wenn ihr Bock habt, das auch mitzumachen. Würde mich freuen. War auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Dann lass uns mal loslegen. Also, Frage Nummer 1. Du gehst nie ohne Buch aus dem Haus? Ja. Achso, ich auch, ne? Ja. Gehst du denn ohne Buch aus dem Haus? Ich habe da... Achso, wieso steht... Na ja. Achso, ja doch, weil ich habe ja immer ein Hörbuch dabei. Ja. Insofern zählt das. Natürlich. Nummer 2. Dein Bücherregal nimmt den größten Teil deines Zimmers ein? Nein. Meins auch nicht. Gott, sind wir schlechte Leser. Aber wirklich. Nummer 3. Du inhalierst den Geruch von Büchern. The hell? No. Nein. Also, Entschuldigung, nee. Nein. Ich auch nicht. Also, ich muss sagen, ich schnupper nicht großartig an Büchern. Nee, nicht wirklich. Du streichelst Bücher. Nein. Ja, ich schon manchmal. Also, ich habe die Angewohnheit, also nicht meine eigenen sozusagen. Das hört sich auch komisch an. Ich streichle nicht meine eigenen. Ich habe die Angewohnheit, irgendwie, wenn ich in Buchläden unterwegs bin, es gibt Bücher, die ich kenne und gut fand oder die ich unbedingt lesen wollte, dann ist so, oh, und dann muss ich so drüber streichen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber nein. Ich tue es nicht. Oh mein Gott. Warum nicht? Ich meine, jeder wie er mag. Richtig. Das ist hier nicht wertend. So, Nummer 5. Du kaufst jedes Mal etwas, wenn du in eine Buchhandlung gehst. Nein. Ich auch nicht. Ich kann mich gut beherrschen, aber gucken geht. Ja, gucken geht nur immer. Nur gucken, nicht anfassen. Genau. Nummer und kaufen 6. Schon mal gar nicht. Achso, anfassen ja doch, ne? Anfassen darfst du, ja. Auch streicheln. Genau. Nummer 6. Dein Sub ist dreistellig und tendiert zu vierstellig. Nee, aber dank der E-Books bin ich schon am Beginn von dreistellig, aber bin fleißig beim Abbauen. Ich habe jetzt auch erstmal Ja gesagt, weil ich zumindest gefühlt ist der riesig. Ja, E-Books, Hörbücher, es läppert, ne? Oh, wir haben was vergessen. Ach nee, gar nicht. Doch nicht. Alles gut. Entwarnung. Nummer 7. Du unterhältst dich mit den Buchcharakteren. Hm, ja, gebe ich zu. Echt jetzt? Okay, ja. Ich nicht. Doch. Sag, bist du doof? Wie kannst du sowas machen? Ach so. Ja, also ich... Nun mach. Ja, ja. Oh, wieso machst du das jetzt nicht? Okay. Das gut. Ist so wie im Film, wenn es irgendwo... Ne? Und dann... Hallo, ist da wer? Oh, bitte frag nicht. Geh da nicht runter. Ja. Okay. Nummer 8. Du gibst im Monat mehr Geld für Bücher als für Lebensmittel aus. Nee, dafür bin ich zu verfressen. Ja. Dito. Gut. Nummer 9. Du bereist die Orte, die in deinen Büchern genannt werden. Es geht nicht. Narnia, Auenland, Mittelerde, weil ich nicht hinkomme. Ich glaube, wenn da mal eine Reisegruppe für gäbe, dann wäre die komplett ausgebucht. Aber so Neuseeland oder so, weil es da gedreht wurde? Ich habe die Filme nicht gesehen. Hm. Ist schön da. Also, Neuseeland steht auf jeden Fall auf der Liste, aber nicht, weil da halt Ringen gedreht worden ist. Nein. Ja. Nein. Also ich und du? Ich auch nicht, wobei ich schon Lust gekriegt habe auf London durch diverse Bücher. Das kann ich verstehen, ja. Ne? Ja. Aber sonst, nö, eher nicht. Nummer 10. Du hältst Bücher für eine bessere Altersvorsorge als Aktien. Nein. 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 Nummer 11. Du zeltest vor dem Erscheinen deines Lieblingsbuchs vor der Buchhandlung deines Vertrauens? Ich habe kein Zelt, nein. Nee, ich auch nicht. Also wenn es irgendwas gibt, was ich extrem gerne zum Erscheinungsdatum haben möchte, dann weiß ich nicht, bestelle ich das vor oder kaufe das dann oder keine Ahnung. Aber nein. Habe ich selbst in Harry Potter Zeiten damals nicht gemacht. Also nee. Muss nicht sein. Nein. Nummer 12. Deine Familie und Freunde wissen nicht mehr, welches Buch sie dir zum Geburtstag oder was auch immer schenken sollen, weil du schon alles hast. Ja, das ist wirklich so. Weil, bei mir auch. Ich bin ja auch nicht so die Bestsellerlistentante, deswegen nee. Ja, nee. Für mein Umfeld ist es auch schwierig, wenn, dann muss ich mir schon selber was wünschen. So. Am besten so eine Wunschliste. Genau. Mhm. Ja. Nummer 13. Du verbindest mit ein Viertel der Bücher, die du im Regal stehen hast, ein Ereignis, an das du dich gerne zurückerinnerst.
Ja, da wenige Bücher in meinem Regal stehen, ist das ganz einfach. Also das ist so Lesung mit Alexa McKnight, Australienreise, Lesungen, muss ich schon sagen, mit Arno Strobel und Ursula Poznanski. Also es ist schon was Besonderes dann, ja. Mhm, okay. Und bei dir? Also bei mir bleiben noch mehr Bücher, glaube ich, im Regal stehen, nachdem ich sie gelesen habe, als bei dir. Und ich würde aber auch sagen, ja, weil ich halt häufig das zum Beispiel auch bei Hörbüchern, aber auch bei normalen Büchern, ich weiß bei vielen Büchern noch, okay, das war die und die Zeit in meinem Leben oder das habe ich bei dem und dem angefangen zu lesen, als ich vielleicht bei Besuch bei irgendwem war oder was weiß ich, da habe ich eine neue Laufstrecke ausprobiert und da habe ich dann das Hörbuch beigehört und so. Also das ist total verknüpft und insofern habe ich das mal einfach als Ja betitelt. Ja, gut. Frage Nummer 14. Bei dem Wort Buch wirst du sofort aufmerksam. Ja, kommt auf den Zusammenhang an. Wenn es um die, wie gesagt, Spiegel-Bestsellerliste oder so geht, dann viel Spaß. Ansonsten, wenn es so allgemein um Buch geht, ja, sofort. Mhm. Und versuch dann auch mal so die eventuell interessierten Leser an Kleinverlage oder Indie-Autoren heranzuführen. Mhm. Aha. Und du wirst doch bestimmt auch hellhörig bei Büchern. Also eigentlich kann man pauschal ja sagen. Nummer 15. Deine Familie und Freunde wissen nicht mehr, wie du aussiehst, weil du ständig ein Buch vor der Nase hast. Da habe ich jetzt mal Nein gesagt, das finde ich übertrieben. Nee, ich auch nicht. Dafür gibt es viel zu viele andere Sachen. Ja, und ich glaube auch, wir sind beide so, dass wir jetzt nicht, klar, wir lesen viel, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nicht extrem viel gerne Zeit mit anderen Menschen verbringen. So. Ja. Und insofern. Richtig. Nein. 16. Menschen, die Bücher nicht mögen, magst du nicht? Doch, warum soll ich die nicht mögen? Also, da habe ich so teils gemacht. Also, es ist schon einfacher, sich mit solchen Menschen dann vielleicht auch, die man auch neu kennenlernt, vielleicht zu unterhalten, weil man eben auch ein gemeinsames Thema hat. Und es ist auch, also ich finde es ein bisschen komisch, wenn so jemand gar nicht liest. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die dann per se nicht mag. So, das ist, also, das jetzt nicht, mein Freund liest zum Beispiel auch fast gar nichts. Ja. Mag ich trotzdem. Das beruhigt mich jetzt. Aber ja, ich würde viel, viel weniger lesen, wenn ich nicht pro Tag 2:40 ins Büro und zurückfahren würde mit den Öffis, dann würde ich auch viel, viel weniger lesen. Also, Okay. Ja. Also ich denke, es gibt auch nette Menschen, die keine Bücher lesen. Na gut. Überredet. 17. Du gehst auf die Lesung jedes Autors, dessen Bücher du im Regal stehen hast. Nee. Okay. Nee. Ich auch nicht. 18. Du benutzt Bücher zum Kuscheln oder als Kissen. Das finde ich total unbequem. Was ist da los? What the hell? Ja. Also, nein. Nein. Nummer 19. Du vergleichst deine Freunde mit Buchcharakteren. Nein. Auch ja nicht. Nein. Nummer 20. Deine besten Freunde heißen alle Bertelsmann, Heine, Lüx, Carlsen und heißen... Und heißen alle Verlag mit Nachnamen? Mhm. Das sind die Vornamen Bertelsmann, Heine, Lüx und Carlsen. Okay. Mhm. Und die Nachnamen sind dann Verlag. Oder deren Nachname ist Verlag. Nee. Nee, ich habe auch echt Leute im Real Life, also ehrlich, also ja. Ich habe auch Real Life. Ich glaube dir das. Echt? Ich hab die Frage nicht verstanden. Keine Ahnung, nee. Ja, fand ich komisch. Ja. Nummer 21, dein Sub weigert sich wacker, kleiner zu werden. Ja. Ja, aber ich denke, das ist mit dem Sub reduzieren wie mit Diät. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Man muss halt dranbleiben. Ja. Es gibt auch schon mal Rückschläge, aber dranbleiben. Dann genau. Aber ich finde auch, ja, natürlich, manchmal wünsche ich mir auch und manchmal finde ich es auch einfach geil, dass man wirklich so viel Auswahl hat und, ne? Ja, ist halt nur blöd, definiere weil viel. Bei mir ist ganz schön viel. Weißt du, wenn ich höre 600 auf dem Sub, 1000 auf dem Sub, dann wird mir echt übel. Also ich würde mich da völlig, ich würde mich da unter Druck gesetzt fühlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das glaube ich. Also irgendwann, ja, also mir geht es irgendwann tatsächlich platztechnisch so, dass ich dann sage, oh, verdammt, ja. Jetzt so langsam sollte ich mal dann auch was weglesen, weil ich habe gerade gar keinen Platz mehr für neue Sachen oder so. Das ist dann so der Punkt, wo ich schon mal überlegt habe, ob ich vielleicht so wirklich so richtig olle Schinken, auf die ich gar keine Lust mehr habe, die ich irgendwann mal toll fand, dass ich die vielleicht mal aussortiere oder so. Ja, mal gut gucken. Möglich, ja. 22. Du versuchst Buchflatrates mit den Verlagen auszuhandeln. Nö, ab und zu frage ich mal nach einem Rätsel-Exemplar, aber das ist selten. Nö. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich einmal als Ja sozusagen angekreuzt, weil für mich persönlich ist das halt so eine Art Abo-System im Sinne von, du bekommst regelmäßig Info, sogar bevor die Bücher erscheinen und dann hast du auch natürlich auf einmal Bedürfnisse und denkst dir, oh, das hört sich so toll an oder so. Okay. Und dann bestellst du es halt und du bekommst es meistens ja auch und dementsprechend ist das für mich so eine Art, ist das eigentlich wie so eine Art Flatrate? Okay, ja gut. Also insofern habe ich da jetzt mal einfach Ja angekreuzt.
Und auch selbst wenn es das nicht ist, dann wäre es schön, etwas solches zu haben. Eine Buchflatrate wäre schon geil. Ja, stimmt, ja. Nummer 23. Du lernst eine neue Sprache, damit du nicht warten musst, bis das Buch auf Deutsch erscheint. Nee, es gibt genug auf Englisch und Deutsch. Also das reicht mir. Willst du jetzt extra noch Finnisch lernen? Nee, ich habe hier irgendwie das drinstehen, aber stimmt nicht. Also vielleicht halb so nach dem Motto, weil ich würde schon, oder ich greife öfter mal zu englischen Büchern. Und die sind okay. ja früher meistens dann erschienen so. Ja. Aber nee, eigentlich, also eine eigene Sprache lernen würde ich jetzt nicht. Nee. Nee. Nummer 24. Wenn du einmal ein Buch angefangen hast, legst du es bis zum Schluss nicht mehr weg? Doch. Also ich breche auch Bücher ab. Also das war bei Die Säulen der Erde und Abgeschnitten so. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht eher darum, das in einem Rutsch zu lesen. Ach so. Oh, ja, Frage falsch verstanden. Schnell neu sortieren, ob ich das in einem Rutsch lese. Nein, weil ich ja immer drei Bücher mindestens fast gleichzeitig lese, meistens, manchmal öfters. Weil also ich auch definitiv nein. Wäre so schön mal. Aber ich, ohne Witz, ich habe jetzt, kurze Abschweifung, ne? Ich habe gestern Abend versucht, ich habe mir einen Wecker gestellt, dass ich um 21 Uhr anfange zu lesen, damit ich mal schön so ein Stündchen oder vielleicht Stündchen Viertel so, ne, bis ich dann schlafen gehe, so. Ja, kurz vor 10 habe ich dann angefangen. Okay, ja, noch. Weil ich einfach mal Bock hatte, so am Stück ein haptisches Buch halt, ne, ein bisschen länger und so. Fahr einfach ein bisschen öfter Bus und Bahn, dann hast du eine Stunde. Ja, habe ich vielleicht bald das Vergnügen. Nummer 25. Du verleihst keine Bücher, weil du Angst hast, dass man deinen Liebling Schaden zufügt. Nö. Ich auch nicht. Ich kenne aber auch keinen, der schlecht mit Büchern umgeht, muss ich dazu sagen. Aber selbst wenn, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Buch verleihe, dann möchte ich gerne, dass jemand die Geschichte toll findet. Und wenn dann mal ein kleiner Knick oder, also ich meine, gut, ich habe auch Schwestern, da ist das vielleicht dann nochmal irgendwie, ich bin das gewohnt. Also nein, ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist einfach so, sie sind mit Sicherheit von mir auch gewohnt. Also man isst dann dabei was und dann kommt ein Fleck mit rein oder keine Ahnung was. Natürlich, mittlerweile so als Erwachsene sozusagen passe ich extrem auf die Bücher auf, die mir anvertraut werden. Aber als Kind hat man das überhaupt nicht gemacht und ganz ehrlich, meistens liest man es auch kein zweites Mal. Also Herrgott, was zum Teufel, das ist doch nicht so schlimm. Also weiß ich nicht. Also ich möchte lieber, dass jemand die Geschichte liest und sich mit mir darüber austauscht, als dass ich jetzt dann sage, oh, da ist ein Knick auf Seite 32. Also ich kündige dir die Freundschaft. Ja, so. Nee. Also dann lieber, dass man sich darüber unterhalten kann und dann ist es auch mir relativ egal, ob das jetzt irgendwie eine Kleinigkeit abkriegt. So. Ja. Frage Nummer 26. Man könnte meinen, du besitzt eine eigene Bücherei oder Buchhandlung. Nein, da ich ja die Bücher entweder bei Tauschticket damals vertauscht habe oder jetzt beim Blog verlose. Nee, ich möchte ja auch gar nicht so viel zu Hause stehen haben. Ja, geht mir auch so. Also übermäßig viel zu sehen ist davon, glaube ich, nicht und kann man nicht so ein paar ausgewählt und dann ist gut, ne? Ja. Nummer 27. Deine besonderen Schätze bekommen einen Platz in deiner gesicherten Vitrine. Natürlich, ich habe da sogar extra eine Alarmanlage installiert. Aber nein, natürlich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich besitze keine Vitrine und das muss auch nicht. Ich auch nicht. Stimmt, das war das Problem. Ich habe keine Vitrine, deswegen geht's nicht. Wir sind echt schlecht, ne? Also bin gespannt, wie viele Male wir jetzt dann später rauskriegen. Oh, oh. Nummer 28. Wenn dich dein Partner vor die Wahl stellen würde, ich oder das Buch, antwortest du, von welchem Buch reden wir denn? Wahrscheinlich ja. Oh Mann. Und du? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Nummer 29. Du verbringst mit Lesen mehr Zeit als mit anderen Dingen, Job, Freunde, Familie. Nein. Ach doch, eigentlich, also gezwungenermaßen tue ich das, aber wenn ich eine andere Wahl hätte, würde ich es nicht tun. Ja. Ja. Ich auch nicht. Also, das ist mir schon auch wichtig, dass ich soziale Kontakte habe und nicht nur welche, die in Büchern leben. In Büchern leben, ne? Du magst keine E-Books, Fragezeichen. Die Frage ist so witzig für dich, finde ich gut. Ja, doch, ich liebe E-Books, ich finde sie toll. Ja, ich auch. Hat alles Vor- und Nachteile, aber ab und zu mal ein E-Book finde ich echt gut. Ja, Bus, werde ich jetzt wahrscheinlich Urlaub. Auch über Weihnachten machen, weil da habe ich einfach so viel drauf, dass ich mich dann spontan entscheiden kann, was ich gerne lesen möchte über die vielen, weil da schaffe ich meistens relativ viel. Ja. Und dann? Ja, auch wenn man in den Urlaub fliegt. Ich meine, willst du da 6 Bücher mitnehmen? Nee. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als ich das getan habe. Du auch? 6 Bücher im Koffer und dann gib ihm. Ja, und das ist jetzt so schön. Jetzt hat man viel mehr Bücher dabei und viel weniger Krempel. Ja, richtig gut. Nummer 31. Buchverfilmungen findest du in der Regel schlecht und du hättest es viel besser umgesetzt. Nein, weil ich mir keine Buchverfilmungen angucke. Ich tue das leider immer noch regelmäßig und ich kann dem auf jeden Fall zustimmen. Nicht unbedingt, dass ich es besser umgesetzt hätte, aber dass
es hätte besser umgesetzt werden können. Ja, deswegen gucke ich sie nicht. Also, Manche sind ganz gut. Ja. Nummer 32. Du schreibst ein Buch darüber, wie es mit deinen Buchlieblingen weitergeht. Nein. Ich habe so einen halben Punkt dafür mal gegeben. Also, wenn ich darf. Darfst du. Ich schreibe keine Bücher darüber, aber ich habe schon auch bei bestimmten Geschichten, dass man sich so zu sagen, weiterspinnt, wie ging es, wie würde es denn, also besonders bei Harry Potter habe ich das noch im Gedächtnis, beim dritten Band, den fand ich am tollsten mit den ganzen, wo nochmal so ein Rückblick auf die Kindheit der Eltern quasi geworfen wurde und deren Freundschaften damals und so, und das muss ich sagen, ich habe so weitergesponnen irgendwie im Kopf, dann auch nach dem Lesen noch so, das hatte ich jetzt deswegen mal so halbwegs. Okay, ja. Ne? Gut. Also, wie es weitergeht und so. So, zwei Fragen noch. 33. Du besitzt immer noch das Buch, welches du als erstes gelesen hast? Nein, ich weiß noch nicht mal mehr, welches Buch das war. Ich weiß nur noch, ich habe es mir aus der Bücherei ausgeliehen, habe es zu Ende gelesen, also an dem Tag noch, und habe es am gleichen Tag zurückgebracht und bekam dann gesagt, nee, also du musst es schon am nächsten Tag zurückbringen, am gleichen Tag. Ist nicht dein Ernst? Doch, das war damals so. Ich weiß aber nicht mehr, welches Buch das war. Aber bei der Bibliothek haben wir früher als Kinder immer überzogen, ey. Also es war, jedes Mal hatte man ein schlechtes Gewissen, weil man wusste nicht, wie lange man es aus... Also irgendwie, das war so, wie lange darf ich eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Und man musste das ja irgendwie selber im Kopf behalten und so. Da gab es ja jetzt noch nicht irgendwie ein Internetportal, wo man gucken konnte oder so. Ach so, bei uns war immer ein Stempel hinten drin, bis wann... Wir hatten schon eine Karte, aber wie gesagt, keinen Zugang, dass man es sehen konnte, soweit ich weiß. Das war in jedem Buch hinten drin, das eingestempelt wurde. Das kenne ich auch noch, aber ich glaube, das hatten wir nicht. Und was war dein erstes Buch? Ich weiß es nicht. Oh, du auch nicht? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Schade. Vor allem auch, ich meine, was ist denn das erste Buch? Meine Mutter hat mir auch schon Sachen vorgelesen, als ich noch drei Käse war. Also ich weiß nicht, ob das dann auch schon zählt oder nicht. Keine Ahnung. Ja. Kann man nicht mehr sagen. Nummer 34. Du kennst dich besser mit der aktuellen Bestsellerliste aus als die meisten Buchhändler. Nee, weil mich ja diese offiziellen Buchlisten, Bestsellerlisten ja so meistens gar nicht interessieren. Mhm. Und nee. Aber ich gucke da doch schon mal regelmäßig rein. Deswegen habe ich jetzt mal ja gesagt. Ja. Und bin wahrscheinlich viel bibliophiler als du. So. Genau, als wie ich. Als wie du. Du bist viel bibliophiler als wie ich. Oh Mann. Ja, also, große Drumroll. Wir verkünden jetzt gleich mal die Ergebnisse von unseren Antworten. So, jetzt haben wir unsere Ergebnisse mal zusammengezählt hier. Wup, wup. Drumroll. Das hört sich nie gut an. Entschuldigung. Genau, also, Elena hat 7 Ja's und somit fällst du in die Kategorie 6 bis 10 Antworten. Mit dir ist noch alles in Ordnung. Bist du froh? Du bist ein ausgeglichener Vielleser, der neben den Büchern noch... Was? Der neben den Büchern noch viele andere Hobbys hat. Oh mein Gott. So, wollen wir das mal klarstellen. Es stimmt. Bist du damit zufrieden? Es stimmt sogar. Also bin ich doch treffend. Treffend. Doch noch ein paar mehr. Ich habe 11 Ja's und somit 11 bis 15. Dein Zustand ist kritisch. Aber du kannst immer noch damit umgehen, wenn du mal kein Buch zur Hand hast. Aber sie hat gerade wirklich so ein ganz komisches Zittern in den Händen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, schon 2 Vielleicht, weil sie kein Buch in den Händen hat. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall hat es total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und wie gesagt, auf meinem Blog würde ich das dann auch mal als kleines Quiz aufbereiten. Und dann kann jeder mitmachen, der Lust hat. Und es würde mich super interessieren, wo da vielleicht so die Meinungen auseinandergehen und... vielleicht schnüffeln sie wirklich alle an ihren Büchern. Ich möchte mal gerne wissen, wer von euch mit Büchern kuschelt. Oh ja. Weil mit den Ecken und Kanten finde ich ja eben. Zum Teufel, man weiß es nicht. Okay, ganz lieben Dank. Und von wem war das eigentlich? Wissen wir das noch? Das wissen wir noch. Das war gefunden über Gerdipedia.tv. Genau, auf YouTube. Die oder der hat das ursprünglich, glaube ich. Und jedenfalls habe ich es dort mal gefunden. Insofern... jeder, der mag, darf sich gerne getaggt fühlen. Ihr könnt das natürlich auch auf eurem YouTube-Kanal beantworten oder auf eurem eigenen Blog. Aber ansonsten schaut gerne bei mir vorbei und macht einen Test. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.